Ja, moin zusammen. Joa, bin eifrig am Saubermachen gewesen und jetzt können wir langsam aber sicher die Sitze sehen. Na, ihr könnt die gar nicht sehen. Warte mal. Lampe. So, sieht man das jetzt auf der Kamera oder nicht? Das ist aber übel einzufangen, alter Schwede. Auf jeden Fall sind die Sitze jetzt alle sauber. Tja. Sieht so aus, als ob einige schon gefräst sind. Was ich da so als Dichtring rausgeholt habe, hat in einem Injektorschacht eigentlich nichts verloren. Der hier zumindest. Der hier könnte an jemanden erinnern, der aussieht, der jemanden kennt, der ein Dichtring war. Das Ding hier, wie gesagt, das sind schon gefräste Sitze und das hier ist, naja, Seriendicke. Dass das nicht funktioniert, hatte ich im letzten Video schon erwähnt, ne? Ja, schauen wir mal. Ja, so eine Woche kann einen ganz schön zum Abkotzen bringen. Du musst mir mal was verraten, ganz ehrlich. Wie ist es dir als Kind damals gelungen, aus dem Mülleimer rauszukommen? Hä? Verstehen Sie, was ich sage? Verstehen Sie die Worte, die aus meinem Mund kommen? Ich das sehe da. Er bin schon wieder bedient, Junge. Okay, wo hänge ich mich jetzt auf? Ich bin von Idioten umgeben. Und dann haben wir auch noch hier und da, wie man an dem Dichtring schon sehr gut erkennen kann. Moment, wo ist er? An dem Dichtring sehr gut erkennen kann. Wir haben, irgendeiner hat einen konischen Sitz reingefräst. Hier sieht man es auch ganz gut. Der ist aus dem Zentrum raus. Das ist der falsche Dichtring gewesen. Definitiv falsch. Na? Und auf dem Zylinder hier haben wir eine Laufspur. Davon mache ich euch noch ein Foto. Dann seht ihr das wenigstens. Und zwar ist das eine Spur, wo praktisch die Abgase, wir haben unten den Schacht, dann haben wir den Injektor da drin, da ist die Dichtscheibe drin. Wenn die undicht wird, fegen euch die Abgase daraus. Die sind logischerweise heiß und die können euch so einen kleinen Tunnel fräsen. Und der ist der einzige Zylinder, der so einen Tunnel hat. Das bedeutet, wir müssen nur den nachfräsen. Ja, jetzt müssen wir mal gucken, wie die Injektoren aussehen. Und zwar sind die gerade, ne? Das bedeutet, mit einem konischen Sitz hat das nichts zu tun. Die werden gerade gefräst bei Mercedes. Und zwar ist das eine Garnitur, um Ventilsitze, um Injektorsitze zu fräsen. Ne? Ihr habt verschiedene Auslegungen und verschiedene Größen von den Fräsköpfen. Jetzt müssen wir uns den Injektor schnappen. Die haben praktischerweise und freundlicherweise haben die. Upsala. Ich pack das mal hier hin. Haben die vorne ein Loch, wo die Spitze rein kann. So, und dann könnt ihr den Fräskopf entsprechend auswählen, ne? Das dürfte fast schon sein. Wir brauchen einen geraden Schliff, aber nicht zu groß. Er sieht fast noch besser aus, ne? Ja, der sieht besser aus. Die Dichtfläche ist ja hier, ne? Ja, das passt. Dann ist der ein Stückchen zu groß. Wir wollen noch nicht in dem Ding da zu viel rumfräsen. Was für ein Maß haben wir jetzt hier? Das müsste draufstehen. 15,5 mal 15,5. Und wie gesagt, gerade, nicht konisch. Es gibt auch noch für manche Fahrzeughersteller gibt es auch noch konische Köpfe, ne?
Aber wie gesagt, Mercedes hat eigentlich gerade Sitze. So. Hier ist praktisch die Führungsspitze unten drin. Ne? Machen wir eben sauber. Der war schon mal irgendwo drin. So. Jetzt kommt der Fräskopf praktisch da drauf. Und unten, wo praktisch der Injektor durchguckt, ne, wird der geführt, dass er zentrisch ist. So, und mit Hilfe einer Imbusschraube wird das Ganze hier drauf fixiert. Und dann kann das auch so schnell nicht mehr weg. Dann haben wir ein T-Stück. Was das Ganze antreibt. Ne? Sieht aus wie ein Haar da drin. Ist aber keins. Ich habe nachgefühlt mit der langen Schraube. Mit so einer ganz normalen Holzschraube. Habe ich nachgefühlt. Hört ihr das? Man kann mit der Spitze unten kann man diesen Tunnel praktisch nachfahren. Das ist das erste Foto. Das zweite Foto. Das dritte Foto. Und das vierte Foto. Der hier scheint Serie zu sein. Die sehen beide relativ gut aus. Und er hier ist der mit diesem kleinen Kratzer. Das ist kein Kratzer. Ne? Das ist das, wo praktisch die Abgase durchgepfiffen sind. Das bedeutet, ihn müssen wir fräsen. Ja, das ist Aluminium. Nein, das schadet dem Motor nicht. Dieses Wellenförmige kommt durch den sehr, sehr groben Kopf. Ne? Das machen wir jetzt gerade und dann sollte das funktioniert haben. Aus der einen Ecke haben wir den Kratzer raus. Späne liegen noch ein paar. Kriegen wir aber jetzt gleich auch raus. Mal einen Blick werfen. Ja. Einmal kurz polieren, dann sehen wir mehr, aber ich denke ja.
schrubbst ja einen Wolf mit der Hand. Irgendwann später. So, Neues vom Schraubstock. Die Injektoren müssen auch noch sauber gemacht werden, ne? Oh Mann, das wird noch lustig. Schmierig vor allen Dingen. Ja, dann mal anschalten, das Ding. Schön, oder? Eine Million Jahre später. Ja, gestatten, dass ich das nicht filme. So wie die aussehen. Vor allen Dingen der beste von allen. Ne? Das wollt ihr gar nicht sehen. Ich zeige euch einfach das Endresultat, wenn es fertig ist. Bis später. 2000 Jahre später. So, da sind sie. Sieht schon besser aus, ne? Ja, und sauber gemacht hat sich eine Sache gezeigt. Irgendwas passte nicht bei der ganzen Geschichte. Bei der letzten Reparatur. Seht ihr das da? Hier, der ist gerissen. Und zwar nicht nur hier, sondern bis hier unten rein. Nun lief der Wagen aber gut. Ist jetzt so eine Glaubensfrage, ne? Ich meine, das Ding drückt unter Volllast knapp 1000 Bar, ne? Mehr oder weniger. Also, Common Rail an sich. Die anderen sehen gut aus. Trotzdem sowieso Reinigungs-, also Systemreinigung auf jeden Fall. Aber er hier, ich glaube, da müssen wir einen anderen besorgen. Das wird, glaube ich, nichts. Das sollte man vielleicht auch nicht tun. Wer weiß. Wenn der hochgeht in dem Schacht, den kriegst du nie wieder raus. Ne? Das war's dann mit dem Motor. Vielleicht lieber besser vorher austauschen. Dann hänge ich mich mal ins Internet und mal gucken, wo ich jetzt so ein Ding herkriege. So, selbstverständlich haben wir die Krallen auch sauber gemacht. Eine davon hat eine Besonderheit. Stelle ich die mal so nebeneinander. So. Die hier ist für den Injektor mit dem Helicoil. Ne? Hier geht die dickere Schraube durch. Wir müssen wahrscheinlich noch einen aufbohren, weil der hier braucht einen Helicoil. Aber ist jetzt kein Beinbruch. Ja, willkommen im Moos und Flechtend. Moos und Flechtend Zuchtgebiet. Ja. Wir wollen die Dachdurchführung verkleben. Beziehungsweise bauen. Jetzt habe ich da so ein kleines Problem. Ja. Das könnte man hinkriegen, ne? Mit dem Überstand. Könnte man eventuell noch von der Seite so ein bisschen vorbeidichten. Sieht, glaube ich, für die Be-, also die, ich meine, das ist die beste Möglichkeit. Das Dach ist ziemlich zerklüftet. Wenn ich da hingehe, auch schön.
Ist dann vollflächig verklebt, ne? So, jetzt haben wir das Ganze angeschliffen. Das ist eine bessere Grundlage für Karosseriekleber, ne? So. Haut ihr jetzt mal ab? Ne. Ja. Schön in die Ecke rein. So finde ich das gut. Schönes Loch. Könnte weinen vor Glück. Dämmung sieht man da drunter. Ja. Hält sogar. Ich bin begeistert. Auch da könnte ich weinen vor Glück. Ja, das ist ein Loch. Und 2x4 Quadrat kriege ich da bequem raus. Ja, ne. Jetzt schleife ich das noch ein bisschen an und mache das sauber. Und dann kommt hier Rostschutz drumrum. Und dann haben wir es. Ja, wie man sehr schön sieht, das hier ist ein Loch. Wie man auch sehr schön sieht, Rostschutz ist drauf und Rostschutz ist trocken. So, als nächstes. Kommt das hier. Auch angeschliffen mit Schönheit ist hier oben nicht wichtig, Dichtheit ist wichtiger. Deswegen lieber noch eine Runde. So. Quillt es überall raus. Ja, quillt überall raus. Das ist Polyurethankleber. Wenn man zum Beispiel auch Karosseriepaneele ansetzt, Dächer und so. 7er BMW. Der hässliche, der Bengel 7er BMW. Zum Beispiel hat eine geklebte Dachhaut. Das ist das Zeug. Also gehe ich mal davon aus, dass das relativ stabil sein wird. Also das, was ich bis jetzt damit geklebt habe, ist nie auseinandergefallen. Absolut nicht. Und wenn du das Zeug auf die Haut kriegst, dann kannst du nur warten, dass es rauswächst. Ja, ist leider so. Ja, was auch schon stattgefunden hat. Das Aufpolstern mit Wolle. Die nächste Wolle ist unterwegs. Hat nicht ganz gereicht. Naja, die Wand kann so bleiben, wie sie ist. Da oben drüber kommt nochmal Wolle. Darüber kommt jetzt nochmal ein Holz.
damit ich die Platte dagegen schrauben kann, die praktisch jetzt rund um das Fenster geht. Hier kommt auch nochmal Holz rein. Habe ich mir leider vertan. Ich dachte eigentlich, hier müsste Dämmung rein. Nein, da muss Holz rein. Ich musste das Ding irgendwo am Fenster gegenschrauben, sonst wabbelt das ja hier rum. Ne? So, hier ist jetzt das Loch. Ne? Und dann gehe ich hier rüber und da runter, möglichst weit innen mit dem Kabel. Und dann sollte ich Solar einwandfrei reinbekommen. So, bisschen Zeit ist vergangen. Jetzt die beiden Leitungen hier schon mal durchgezogen. Ja, noch variable Länge, ne? Kann man oben noch mal nachschieben. So, mal gucken, dass wir die irgendwie unterkriegen. Bevorzugen, das hier oben erstmal dahinter zu stöpseln. Ja, schon mal gut. Ja, das sieht gut aus. Ja. Allerdings muss ich wahrscheinlich noch ein bisschen länger werden. Ja, definitiv. Ich muss ganz runter. Aber ich habe es erstmal oben zugemacht, dass da jetzt nicht mehr viel passiert, dass da kein Wasser reinkommt. Aushärten muss das auch noch richtig. Also von daher, ja, euch wünsche ich was. Wir sehen uns beim nächsten Video. Dann bis zum nächsten Video. Bis dann.